Herzlich willkommen zu unserem digitalen Adventskalender im Jahr 2023. Die nächsten 24 Tage lang wollen wir Sie wieder begleiten in die Adventstage hinein, in die Vorfreude auf Weihnachten. Mit Liedern, mit Texten, mit Geschichten, mit Musik. Und wir freuen uns, dass wir gemeinsam die Adventszeit erleben dürfen. Mein Lieblingslied in der Adventszeit ist das erste Lied im Gesangbuch. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Dieses Lied ist in diesem Jahr genau 300 Jahre alt geworden. Es wurde gedichtet von einem Pfarrer namens Georg Weisel in Königsberg. Er wurde am 1. Advent 1623 in der Alt-Roßgärtner Kirche in Königsberg eingeführt. Und zu diesem Anlass hat er dieses Lied gedichtet. Die Leute haben das Lied begeistert gesungen. Der Kirchenchor hat es in sein Repertoire sofort aufgenommen. Und Weisel fühlte sich von Anfang an in seiner neuen Gemeinde zu Hause. Allerdings hatte er ein Problem. Die alten Bewohner, die im Seniorenheim in der Nähe untergebracht waren, konnten die Kirche nicht besuchen. Ihre Bänke blieben leer. Daran ist der Sturgis schuld, sagten die Leute. Der Sturgis war ein Geschäftsmann und er hatte um sein Grundstück Mauern und Zäune gebaut und alle Türen fest verschlossen. Er wollte nicht, dass jemand über sein Grundstück in die Kirche geht. Das wollte Georg Weisel nicht so lassen. Er nahm den Kirchenchor mit und besuchte den Geschäftsmann Sturgis. Herr Sturgis, sagte Georg Weisel, jetzt ist die Adventszeit. Ich bitte Sie, machen Sie Ihr Herz auf für Jesus. Der will auch in Ihr Herz kommen. Und dann machen Sie bitte auch Ihre Türen auf, damit unsere alten Gemeindeglieder wieder den Gottesdienst besuchen können. Dann sang der Kirchenchor, das Lied macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Der Sturgis stand ganz still da. Dann lief ihm eine Träne die Wange herunter. Dann ging er zur Tür, schob den Riegel fort und machte die Türe auf. Nun konnten alle Leute wieder in die Kirche gehen, wie sie es von früher gewohnt waren. Der Weg zur Kirche war wieder frei. Das Tor war geöffnet. Der Sturgis hatte das Tor aufgemacht, das Tor seines Herzens und das Tor seines Grundstückes. Ich wünsche uns allen, dass wir in den kommenden Tagen unser Herz öffnen für den, der zu uns kommen will. Eine gesegnete Adventszeit.